Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen bei World of Warships. Nee, gar nicht. Bei The Forest. Ja, warum flüstere ich eigentlich überhaupt? Ich habe hier gerade ein, zwei Kannibalen gesehen. Und dachte mir, bevor ich die zerhackstücke und dann kommen noch mehr, dachte ich mir, schleichen wir ein bisschen. Und das hat auch funktioniert. Sind die irgendwo abgebogen? Gut, nicht unser Problem. Weiter, weiter, weiter. So, heutige Mission ist ganz klar Sprengung. Wir müssen sprengen. Stand ja zumindest, es wird Dynamit benötigt. Also Dynamit haben wir jetzt. 5 Stangen. 5 mal Spaß. Hier haben wir auch eine Höhle. Waren wir da mal drin? Ich weiß es nicht. Ach, ich habe noch nicht gespeichert. Das machen wir nochmal schnell. Nicht, dass wir noch sterben. Speichern! Wobei, ich bin noch gar nicht gestorben. Aber was noch nicht ist, kann noch werden. So. Da sie ja hier Patrouillen machen, ach, unser Wegelchen ist auch noch hier. Den müssten wir auch mal mit nach Hause nehmen. Ich würde trotzdem die 5 Meter da fahren. Mit unserem Paddelböhrchen. Ach, die rote Farbe hält immer noch. Was soll diese rote Farbe bewirken? Ja, ich höre schon aus dem Hintergrund eine ehemalige Orks-Spielerin und Rot. Die sagen immer, Rot ist schneller. Aber das stimmt nicht. Ich ruder genauso langsam wie immer. Essen war ja auch hier. Mensch, überall habe ich Essen. Ich glaube, von diesen Aufbewahrungsstangen habe ich in der Basis mittlerweile 5 Stück. Man kann auch nie genug davon haben. Und wenn wir gleich da sind, hauen wir uns erstmal gleich einen Fisch rein. So, ich glaube, das war nämlich hier vorne die Ecke. Dann stellen wir uns gleich so hin, dass wir uns wieder schnell verpieseln können. Ohne groß was anzuschubsen. Na doch. Sollte. So ist gut. So, dann. Einmal Fischi. Ein Schluck trinken. Ab geht's. Ist auf jeden Fall ein Sprengsymbol. Okay. Mache ich das? Was ist los? Jawohl. War laut. Bisschen. Hey, was ist passiert denn hier? Ich rutsche da ja schon quasi rein. Hä? Wenn ich da reinrutsche? Komme ich da wieder raus? Ja. Toll. Was ist das für ein Scheiß? Ich dachte, eine neue Höhle. Was haben wir jetzt eingesammelt? Oh, ist das bei der Arm schon schlecht? Ich raff nicht, was für ein... Haben wir nichts... Hä? Alte Pistole, Teil 5 von 8.
Ach du Scheiße. Alte Pistolenmunition. Das heißt, es gibt jetzt von diesen Dingern hier, weiß nicht, noch 5 Stück? 7 eigentlich. 7, wir brauchen ja noch 7. Also das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Strand abzulaufen. Also da bin ich echt keine Lust zu. Bin ich ganz ehrlich. Das war der einzige Haufen, der mir bisher aufgefallen ist. Aber wenn wir gerade hier sind. Nee, aber das war da schon richtig. Mach nochmal auf da. Wildschwein. Wir brauchen für den Wärmeanzug noch 3 freiwillige Wildschweine. Das können wir hier nochmal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch 7 solche Orte gibt, wo man halt sprengen muss. Die Teile findet man bestimmt auch in den Höhlen und übersieht die bestimmt auch leicht. Schade, letztes Mal haben wir hier gleich ein Wildschwein getroffen. Ja, vielleicht sind wir auch an diesen Fundorten schon 50.000 Mal vorbeigelaufen, ohne es wirklich zu realisieren. Weil das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, hey, da ist so ein Symbol für Wildschwein. Ein Symbol für... Ja, der steckt. Der kommt näher. Ah! Oh, hin ist er. 2 Pfeile haben gereicht. Der letzte brauchte, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, tut mir leid für das ganze Fleisch, weil zu viel kriegen wir eh nicht mit. Ach, hat nur ein Fleisch gegeben? Was ist denn ein gieriges Wildschwein? Bambi gibt mehr. Kannibalen wieder. Ah, Kannibalenlager. Ah, hinter uns spawnt ein Wildschwein. Hey! Hast du mich gesehen oder was? Was ist los? Wildschweinos. Was kann ich gegen dich tun? Die alte Sau, du. Ah, tot. Ist ja praktisch. Spawnt einfach hinter uns. Gutes Tier. Ist das da einer? Ah, Benzin brauchen wir jetzt nicht. Oh. Aloe Vera. Das brauchen wir. Das Fliegen? Ah, oh, diese Spraydose. Ich glaube, das soll ich auch mal einfach mal testen, diesen Flammenwerfer-Häkchen. Bestimmt nicht gut, das Teil. Oh, mach auf da. Junge. Egal.
Naja, wir müssen mal wieder einen Schrank bauen. Aloe Vera. Tücher. Ey. Ah, ist ein Bambi. Da auch ein Bambi. Ja, so viel dazu. Da oben wird's kalt, da will ich nicht hin. Ah, ich habe jetzt echt keinen Bock, diese Punkte zu suchen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Bambi. Ich tu dir nix. Bleib doch stehen. Voll die Verschwendung. Den Rest. Ach, den Rest lassen wir den Kannibalen. Vielleicht jagen sie uns dann weniger. Vielleicht sind das so alles Fresser. Fressen auch so Rehe, wenn sie da liegen. Sind wir auch überfüllt. So, viermal Rehfell. Ich glaube, wir brauchten sechs. Und ein Wildschwein. Also zwei Rehe und ein Wildschwein fehlen uns. Und dann haben wir den Wärmeanzug und können auch mal ins kalte Gebiet gehen. Vielleicht gibt es da Bären. Wer weiß. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Wo haben wir unser Bötchen geparkt? Bötchen. Da waren Kannibale. Und wir sind ja letztes Mal hier noch hochgeflossen, ja, gefahren mit unserem Paddelbötchen. Ich glaube echt, wir sollten das mal ablaufen. Und gehen wir davon aus, wir haben hier nichts mehr. Also da vorne, wo wir gebaut haben, wäre es mir auch aufgefallen. Definitiv. Na, da sieht uns jemand. Wird gleich schreien, Verstärkung holen. Na, wenn ich dieses Boot da hinten sehe, ne, was wir gebaut haben, dieses Scheißteil, ey. Ich hasse es. Eine Verschwendung von Rohstoffen und Zeit. Sieht man das überhaupt so von der Entfernung? Ist auf jeden Fall, der Fleck ist auf jeden Fall dunkler. Als ob es aufgeschüttet ist. Sah es jetzt zumindest aus. Ne, es scheint nicht so hier zu sein. Aber pass auf, das sind dann. Diese Dinger sind bestimmt auf solche kleinen Inseln bestimmt. Da muss man die ganzen Inseln abfahren und Pirat spielen. So, dann nochmal Paddel, Paddel, Paddel. Eigentlich wollte ich andersrum, ist aber egal. Also eigentlich wollte ich mich ja nie so irgendwie cheaten oder irgendwas hinterfragen oder lesen, außer ihr schreibt es in die Kommentare. Aber ich glaube, jetzt gibt es so einen Moment, da würde ich echt anfangen, mir mal die Punkte rauszusuchen. Wir haben eh eine Karte und wir mal kurz aufhören. Wir haben ja schon fast die ganze Insel erkundet, also upsala, viel ist da ja nicht mehr zu erkunden. Wenn ich so richtig gesehen habe, tolle Inseln gibt es bisher auch nicht. So. Boah, hier scheint auch alles okay zu sein.
kommen hier noch die Containerchen. Ah, wäre zu schön, wenn das alles irgendwie am Strand wäre. Dann könnte man einfach den Strand ablaufen und hätte eine schöne Knarre. Wo der Punkt da könnte... Nee, es wird einfach nur so... Hier halten. Nee, gib mir deine Kackmap weg. Nee, hier ist einfach nur... Okay. Das sieht wieder nach Computerteilen aus. Ja, haben wir genug. Kann man das essen? Kann man das töten? Nein. Computerteile. Wir suchen keine Computerteile. Wir suchen eigentlich... Dich. Verdammt. Ah, verdammt. Hast du Glück, zweimal daneben geschlagen. Ey, wenn der schon stehen bleibt. Na, also... Tut's mir leid. Also, dann muss ich ihn töten. So, dann machen wir uns gleich mal Tarnung. Tada. So, aber ich würde trotzdem nochmal in den Container hier gucken. Ich weiß, ich war mal in irgendeinem Spiel, ich glaube, als ich noch nicht aufgenommen habe. Oh, was ist das denn hier? War ich mal hier und was haben wir da? Was ist das? Sahara oder so. So ein Lebensbuch und so ein B öffnen. Ein Lebensbuch. Ja, was habe ich da jetzt gefunden? Ne, okay, ist einfach irgend so ein Frachtbrief oder was? Ist es einfach ein Zettelchen, der uns nicht weiterbringt? Kann ich dich töten? Oh, da ist eine Insel. Da waren wir noch nicht. Guck ganz kurz nochmal hier oben. Hier gibt es wahrscheinlich auch wieder Platin, Platin, Platin. Naja, alles Platin. Nee, brauche ich nicht. Dann ab zum Paddelboot. Oh, wir haben Hunger. Wir haben Hunger, haben wir. Rohr. Nee, Roh ist eklig. Roh ist eklig. Getrocknet. So, und dann trinken wir nochmal ein Schlückchen. Zack, weiter. Also ich fahre jetzt einfach mal ab. Das Nachschlagen tue ich später mal. Zur Not würde ich jetzt sagen, wird es unsere große Aufgabe, diese Pistole zusammenzubauen. Ach, Regen. Endlich mal Regen. Oh, wir haben unsere Tarnung gar nicht mehr. Die rote. Es regnet mittlerweile echt seltener. Am Anfang hat es fast jeden zweiten Tag gefühlt geregnet. Aber mittlerweile... gar nicht mehr. So. Auch wieder eine kleine Insel mit nichts quasi. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die werden doch einfach einen Grund gehabt haben, diese kleinen Popelinseln zu bauen. Nee, komm, da schwimmen wir nicht rüber, da holen wir unser Bötchen. Aber hier ist nichts. Aber hier könnte man auch wieder eine tolle Basis bauen. Das Problem ist nur, du brauchst ein Wägelchen. Und du musst immer hier so eine Art Transportschiff bauen, quasi. Was hier alles rüberfährt. Weil der Weg ist natürlich extrem lang. Mir ist es zu lang. Ich versuche immer den kürzesten Weg. Und der kürzeste Weg ist eigentlich direkt im Wald zu bauen. Ach, da kommt ja noch eine Insel. Ich
Hätten die nicht mal irgendwas Tolles auf den Inseln verstecken können? Paddelbötchen oder irgendwas, was das besonders macht? Ich finde das so ein bisschen enttäuschend, diese kleinen Inselchen abzusuchen. Ich habe mir da irgendwie mehr versprochen. Oh, Matsch. Ah. Gib mir Dynamit. Okay, muss Captain Heinrich doch mal die ganze... Oh, da war ein bisschen laut. Okay, das ist der Sinn der kleinen Inseln. Ich würde sagen, schwimmen wir, paddeln wir da so am Rand vorbei, bis da in die Ecke und gucken uns die nächste Insel an. Was haben wir? Totenschädel. Munition wieder, ein Lauf. Blöd ist nur, dass wir das ist kein Lauf, das ist ein Abzug. Naja, blöd ist nur, dass wir... Oh, ich muss auch Musik hören. Vielleicht eine neue Kassette gefunden. Nee, das hatten wir schon. Oh, das ist neu. Yeah! Das geht ab, das ist ein Disco-Boot hier. Disco! Fetzt richtig. Oh, hi, ihr Kannibalen. Ist das so eine Stelle? Nee. Sieht nur so aus. Oh, ihr könnt eigentlich eine Strandparty machen mit den Sounds. Oh. Ist der kaputte Baum vielleicht wichtig? Alles klar. Nö, anscheinend doch nicht. Ich würde sagen, noch auf zur letzten Insel. Mit der tollen Musik zum Sonnenuntergang. Bam, bam, bam. Yeah. Bam, bam, bam. Pausieren. Hatten wir die schon? Die ewig nicht mehr gehört, also. Whoop, whoop, yeah. Bisschen leise, aber ist okay. Kannte ich auch noch nicht. Ja, machen wir Feuer an. Hier ist kalt. Disco-Licht, yeah! Auf dem Partyboot!
sehe ich die Insel nicht mehr. Ich glaube, wir müssen einfach nur gerade drauf zu, dann sehen wir das schon quasi. Coolste Typ hier auf diesem Disco-Boot. Keiner ist cooler als ich. Yeah. Ist das schon da? Was ist denn hier für eine Landschaftshorror hier? Sind wir da? Ich komme hier nicht weiter. Hänge wahrscheinlich irgendwas mit irgendwas, was ich nicht sehe. Aber sehen wir natürlich den Punkt wahrscheinlich schlechter, da ist er dunkel ist. Pack weg, genug Musik gehört. Wir sind nicht mehr auf dem Disco-Boot. Auf dem Party-Boot. Jetzt fällt mir so eine Stelle, glaube ich, ein. So eine, die so aussieht wie hier. Und dann durften wir auch sprengen. Das war irgendwo im Anfangsgebiet. Die Stellen kann man auch echt gut übersehen. Zwei von sechs Waffenteilen haben wir. Und bestimmt 10 Schuss. Ich hoffe, die kann man irgendwie auch selber produzieren. Das ist doch doof. Hier ist nix. Ich bin schon so gefreut. Endlich wieder noch ein Waffenteil. Aber nee, hier ist nichts. Du hast Hunger. Ja, dann isst doch was. Verdammte Axt. Dahinter. Ach, ist einfach nur Matsch. Schade. Alter, dachte ich nur so, yeah! Haben wir es gefunden, aber nee, war nur Matsch. Hm. Dann machen wir uns mal schnell was zu essen. Damit hier unser kleiner Kumpel nicht rumheult. Und dann würde ich sagen, fahren wir nochmal an die Stelle, wo wir quasi rübergefahren sind, damit wir da den Strand weiterfahren können. Und wir sind irgendwo da links. Das kann ja überall sein, ey. Also ich kann mir vorstellen... Na, komm mal hier nochmal, Map. Ich kann mir vorstellen, dass er am Rand... Ach, da oben im Norden. Da haben wir ja auch nochmal links und rechts Wasser. Da kommen wir aber nur zu Fuß hin. Ich glaube, da habe ich das irgendwo mal gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach irgendwo im Wald ein Loch gibt, das man aufspringen kann. Definitiv. Aber wir müssen trotzdem nochmal zum Hauptlager. Weil das ja nicht reicht, was wir haben. Und ich muss mal was trinken. So, Captain Rudert, Captain Heinrich Rudert wieder. Es geht weiter, aber
Das dauert ja noch hier mit der Sonne. Das dauert hier noch. Das ist jetzt echt das Doofe, was ich mal am Anfang meinte, als ich so enttäuscht war von diesem Boot, ne? Ich würde jetzt gerne auch pausieren, weil mein Magen knurrt. Ich habe noch nicht, ich habe schon länger nichts mehr gegessen. Und das Schlimme ist jetzt aber, wir haben hier nichts zum Speichern. Das ist so, hätten wir so das Boot so bauen können, wie wir wollten. Ui, was ist das denn hier? Die bauen wir noch, auch noch nicht. Okay, das gucken wir nochmal schnell an. Ich glaube nicht, dass hier was ist, aber lieber einmal zu viel gucken, statt später festzustellen, scheiße, ich muss da nochmal hin. Aber das sieht wirklich einfach so eine Sandbank. Hier sind Steine. Matsch nochmal. Oh, noch mehr Matsch. Yeah. Nee. Schade. Aber das kann man sich ja gut merken, dass man hier schon auf der See war. Bei der Sandbank. Hoppili. Nein, gehst du da weg? Ah, nichts Wasser. Nein, es ist mein Matsch weg. Bestimmt. Meine Tarnung ist abgewaschen. Scheiße. Ja, ich werde es jetzt so machen, ich paddel jetzt einfach zu unserem kleinen, ich sag mal, Hafen. Und dann werde ich dann nächste Folge hier wieder hinpaddeln. Und dann paddeln wir am Rand weiter. Weil laufen mache ich jetzt nicht so Bock wegen dem Konvoi. Und wir haben hier immer was zu essen dabei. Und wenn es noch mehr regnen würde. Es hat doch vorhin geregnet, warum ist da jetzt nichts zu trinken drin? Mann, oh Mann, na gut. Aber wir haben noch was zu trinken dabei. Aber wie gesagt, ich werde lieber das Boot in der Nähe haben. Falls wir Hunger haben, dann können wir was essen. Das ist ja dann praktisch, statt einfach hier querbild einfach quer durchs Feld da zu laufen oder schnell noch was zu bauen. Bin ich hier gerade? Fahre ich hier richtig? Ach, auf die Map brauche ich gar nicht achten. Ich glaube, ich bin hier falsch. Noch dahinter. Ja, worauf ich hinaus will, ich beende jetzt die Folge. Wenn ihr wisst, wo es noch Waffenteile gibt, wobei ich werde das nachschlagen. Ich habe keinen Bock da jetzt zu suchen. Ich will die Waffenteile haben. Und trotzdem, wenn ihr Tipps und Tricks habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ein Abo wäre noch besser. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.